Hallo, mein Name ist Jimmy Delamar. Ich bin Künstler, Produzent und Komponist. Ja, und ich habe immer wieder früher versucht, Lieder nachzuspielen, wusste nicht so richtig, wie diese Songs gespielt werden. Das hat sich natürlich mit der Zeit geändert und ich möchte heute euch einen Song vorstellen, wo der Gitarrenriff natürlich etwas im Vordergrund ist und man dementsprechend gut dazu Gitarre spielen kann. Es ist der Song von Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Ich empfehle euch zu diesem Song, wenn ihr ein bisschen Geld investiert wollt, zu irgendeinem Karaoke-Anbieter zu gehen, euch den Song dort runterzuladen. Es gibt da auch Karaoke-Anbieter, wo ihr sozusagen diesen Song selber kreieren könnt. Das heißt, ihr könnt also sozusagen die Gitarre aus dem Song rausnehmen, so dass ihr in dem Song selbst nur die Gitarre spielt. Ihr habt dann sozusagen eine ganze Band mit dabei, die für euch spielt. Da macht das Spielen natürlich viel mehr Spaß. Ja, legen wir einfach mal los und hören uns einfach mal den Song an. Ja, erstmal so viel, so gut. Wir fangen mal kurz an. Es ist ein C-Moll, den wir bei dem Anfangsakkord spielen. Beachtet bitte dabei, dass ihr nur die unteren vier Saiten spielt. Ja? Wir wechseln dann rüber auf Bes, Dur und wir gehen rüber zu Cis Dur. Ja, also C Moll, Bes Dur und Gis Dur. So, dann haben wir natürlich noch mal den Anschlag. Wichtig dabei ist auch immer den Akkord etwas abgedämpft zu spielen. Immer dann, wenn ihr den Anschlag gebt, dass ihr dann gleich die Saiten etwas loslässt und ein bisschen abdämpft. Dadurch kriegt der Song einen etwas funkigeren Stil. Das ist natürlich ein sehr simpler Song und für eigentlich jeden, der etwas Gitarre spielen kann, sehr schnell umzusetzen. Es gibt dann noch einen Zwischenteil, der eigentlich auch von den Akkorden genau dieselben sind. Wir haben also einmal ein Gis-Dur, da spielen wir dann allerdings alle Saiten an. Und wir haben dann noch mal das Bes-Dur, in dem wir da auch alle Saiten anspielen. Ja? Wir hören uns einfach jetzt noch mal den Song an oder spielen diesen Song jetzt mal einfach mal mit. Und wenn dann der Zwischenteil kommt, gehe ich da auch nochmal drauf ein. Thank you.
Ja, wie ihr eben gerade gehört habt, der Zwischenteil, der dann nochmal kam mit Gis-Dur und Bes-Moll. Dementsprechend spielen. Dieser kommt noch zweimal in dem Song vor. Sonst sind es immer wieder dieselben Gitarren, Akkorde und die gleichen Riffs und dementsprechend relativ schnell zu spielen. Ja, habt Spaß bei dem Song. Übt ein wenig und ja, wie gesagt, nochmal den Tipp: holt euch von einem Karaoke-Anbieter einfach diesen Song, zieht ihn runter, da wo ihr halt auch die Gitarre aus dem Song rausnehmen könnt, damit ihr einfach, wenn ihr den Song spielt, den so performen könnt, dass es so ist, als wenn ihr halt selbst in der Band spielt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, den Song zu spielen, lasst einen kurzen Kommentar ab da oder liked diesen Song. Ich würde mich darüber freuen. Ja, und es werden in der nächsten Zeit noch viele weitere Songs kommen aus dem Funk- und Soul-Bereich. Natürlich auch viele ältere, weil dort gerade die Gitarren noch immer damals im Vordergrund waren. Und ja, ich freue mich darauf, auf ein baldiges Wiedersehen, euer Jimmy Delama.